Hallöchen und herzlich willkommen zum Thema Fadenring. Ich zeige euch den Fadenring heute mit Nadelstärke 2 und mit einer Wolle, die für Stärke 1 bis 3 von der Nadel her geeignet ist. Ihr nehmt den Faden in die Handfläche und geht zwischen Mittel- und Zeigefinger von außen um euren Zeigefinger herum. Dann geht ihr von außen um euren Daumen herum. Noch einmal um euren Daumen herum. Und haltet den Restfaden mit Mittel- und Ringfinger fest. Nun schaut ihr von oben auf euren Daumen auf zwei Fäden und in der Innenseite eures Daumens auf einen. Also, ihr geht zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um euren Zeigefinger herum, von außen um euren Daumen herum, noch einmal um euren Daumen herum und haltet den Endfaden mit Mittel- und Ringfinger fest. Und das war's auch schon. Jetzt gehen wir mit der Nadel in den einzelnen Faden an der Innenseite eures Daumens. Und holen den Spannfaden zwischen Zeigefinger und Daumen hindurch. Haben eine Schlaufe auf der Nadel und holen jetzt nochmal den Spannfaden und häkeln eine Luftmasche ab. Da ich mit festen Maschen weiterarbeite, bin ich dann hier soweit fertig. Für halbe Stäbchen natürlich nochmal eine Luftmasche und für Stäbchen noch eine zweite Luftmasche. Aber wie gesagt, wir machen hier mit festen Maschen weiter, also können wir nun den Daumen aus der Schlinge ziehen. Weiter gehäkelt wird jetzt in der Richtung, wo beide Fäden hervorkommen. Und zwar ist hier wichtig, dass ihr um beide Fäden herum häkelt. Also durch die Schlaufe hindurchstechen, Faden holen, um beide herum und die feste Masche abmaschen. Durch den Ring hindurch, um beide Fäden herum, eine feste Masche abmaschen. Um beide Fäden herum, Faden holen und eine feste Masche abmaschen. So, und das Ganze mache ich jetzt ein paar Mal. Bis ihr für euer Projekt die dementsprechende Anzahl an Maschen habt. So. Und wenn ihr die entsprechende Anzahl habt, nehmt ihr den einzelnen Faden und zieht das Ganze zu. Nun könnt ihr den Ring mit einer Kettmasche schließen oder aber, wenn ihr in Spiralrunden häkeln wollt, einfach ab der ersten Masche weiter häkeln. Und das war auch schon der ganze Spuk des Fadenrings. Ich hoffe, ich konnte ihn euch plausibel rüberbringen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen hoch da. So sieht das Ganze aus. Und bis zum nächsten Mal.